Dann geh aus dem Weg. Das werde ich. Wenn du mich besiegst, doch zuvor will ich wissen, ob du würdig bist. Tabanga Hoshi. Den haben wir ja befreit in der letzten Aufnahme oder vorletzten. Mikoko, da reden wir dann. Wo ist denn hier Dingens? Chani? Nakuto? Ah, hier. Hier hast du die Opfergaben des Dorfes. Chichi, das ist eine große Tat. Ich danke dir. So, und jetzt erklär mir dieses Kanadiktu. Und warum sollte ich die Opfergaben aus dem Dorf zu dir bringen? Ich dachte, die Lieferung geht an Slick. Nein, nicht zu Slick. Die sind doch nicht für Crow bestimmt. Dann erklär mir das doch mal. Okay, erklär's mir. Das sind doch die Opfergaben für unser großes Fest. Das Fest des Kanadiktu. Was? Feiert ihr Piraten keine Sonnenwende? Ah, die Sonnenwende. Schon, aber mit Alkohol und so einem Schnickschnack. Schnickschnack? Na, deine Gabenpakete da. Du bist ein komischer Mann. Ja, ein Mann mit zu wenig Zeit für sowas. Ich muss jetzt weiter. Warte. Du hast mir geholfen, nun werde ich dir helfen. Ach ja? Hier, nimm diese Gabe von mir. Du kannst sie bestimmt gut gebrauchen. Oh ja, sehr gut. Soll ich mal versuchen? Mehr ist nicht zu holen. Oh, voll gemein, ne? Gib mir schon Geld und dann habe ich hier noch ein bisschen zusätzlich. Naja. Ich wollte mal testen, ob ich das kann. Weil ich habe ja schließlich jetzt so viel dafür investiert in Diebeskunst. Muss man ja auch mal ausprobieren, ne? Ich hoffe, ihr verzeiht mir das mal, dass ich sie da jetzt noch bestohlen habe. Aber dank der Kirche brauchen wir nun mal ein Vaterunser sagen oder 10 Ave Maria und dann ist das schon wieder gut. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. So, genug. So, Jim, haben wir dir... Hey, du hast nicht zufällig Rum dabei? Ja, hab ich. Hier, nimm mal einen ordentlichen Schluck. Bester Rum. Oh Mann, du bist meine Rettung. Die Molukken kennen nämlich keinen Rum. Jede Flasche ist ein kostbares Geschenk. Ja, aber warum bist du hier? Warum bist du hier? Slick und ich haben unsere Befehle. Wir passen auf die Molukken auf. Der Captain will sicher gehen, dass es hier ruhig bleibt. Außerdem müssen die Jungs am Tempel versorgt werden. Also mache ich den Laufburschen. Was passiert im Tempel der Erde? Captain Crow und die anderen Molukken beschwören den Zorn der Götter herauf. Ich habe ja schon viel erlebt. Aber eher kämpfe ich gegen die ganze Inquisition, als diese Voodoo-Beschwörung mitzukriegen. Ich kann für dich die Lieferung zum Tempel bringen. Nee, lass mal. Wenn der Captain das rauskriegt, lässt er mich Kiel holen. Wann gehst du das nächste Mal zum Tempel? Erstmal muss wieder genug Zeug gesammelt werden. Bis dahin ruhe ich mich noch aus. Kannst du mich zu einem guten Dieb machen? Ei! Mach mich zu einem guten Dieb. Puh, hast du Gold? Sonst zeige ich dir gar nichts. Bring mir bei, wie man Schlösser knackt. Das ist, ja, das wäre nicht schlecht. Ah, Gerissenheit 5, das bräuchte ich, ne? Oder das? Ich bin noch nicht gut genug. Dann, na gut, dann muss ich erstmal das wohl nehmen. Dafür bin ich nicht gut genug. Wie? Hä? Bring mir bei, wie man Schlösser knackt. Jedes Schloss besteht aus mehreren Riegeln.
Je besser das Schloss, desto mehr Riegel gibt es. Du musst die Riegel in einer bestimmten Reihenfolge öffnen. Die ist natürlich bei jedem Schloss anders. Wenn du was falsch machst, musst du nochmal ganz von vorne anfangen. Probier's am Anfang mit einfachen Schlössern. Je schwerer das Schloss, desto mehr Diebeskunst ist erforderlich, um es zu knacken. Aha, sehr gut. Jetzt haben wir immerhin Dietrich erhalten. Wir können jetzt endlich mal Partun öffnen. Dann müsste man eigentlich jetzt nochmal zurück nach Puerto Isabella, ne? Ich bin noch nicht gut genug. Wieso? Ich will ein besserer Dieb werden. Warum geht denn das jetzt nun nicht? Ach. So gut bin ich auch nicht. Schade. Du bist doch schon länger hier. Erzähl mir mal was über die Shaganumbi. Wenn du einen rumspendierst. Na schön. Na schön. Hier, hast du noch einen. Aha, sehr gut. Also, was weißt du? Tja, also da gibt's die Tonka, das sind die Krieger. Und die Tufas, das sind die Jäger. Also, genau. Schon klar. Was ist der Unterschied? Die, Jäger sind die jungen Krieger. Und wenn sie mal ein richtig großes Tier erlegen, werden sie auch zu Tonka. Also Krieger. Ein Aufnahmeritual. Du sagst es. Und ganz oben steht der Chaka, der Häuptling. Was ist mit den Frauen? Da gibt's auch zwei Sorten. Die meisten sammeln Früchte und dreschen Pflanzen. Und die anderen sind die Kiki. Nimm dich vor denen in Acht. Wieso? Es sind Hexen. Mit ihrem Voodoo können sie dich verfluchen. Sag mal, was denkst du eigentlich über... Die Tufas. Die jungen Wilden? Da gibt's nicht viel zu sagen. Ist wie bei uns auf dem Schiff. Der Käpt'n gibt die Befehle und die alten Hasen wissen, wann's für sie ernst wird. Aber die Jungen müssen die Drecksarbeit machen. Laufbursche zum Beispiel? Sehr witzig. Aber du hast recht. Slick ist viel länger dabei als ich. Naja, aber wenigstens malen wir uns nicht an. Die Kiki. Von denen würde ich mich fernhalten. Vor allem von der Chani. Die ist zwar nicht wie die anderen hier, aber sie ist auch eine Hexe und die Tochter des Häuptlings. Ah. Sie sieht eigentlich ganz nett aus. Ah, vergiss sie. Die hält nicht viel von Piraten. Schon gar nicht, seit Crow ihrem Vater klargemacht hat, wer hier das Sagen hat. Die Tonka. Bakir ist mit ihnen zum Tempel der Erde aufgebrochen. Aber einige sind auch draußen im Dschungel unterwegs. Sei bloß vorsichtig. Die sind auf dem Kriegspfad. Aber das verstehe ich nicht. Warum kann ich nicht zu einem besseren Dieb werden? Was fehlt denn mir da? Mach mich zu einem guten Dieb. Puh, hast du Gold? Sonst zeige ich dir gar nichts. Dafür bin ich nicht gut genug. Warum? Gerissenheit 5, Diebeskunst 1. Müssen wir mal gucken. Ach so, das muss ich also erst auf 5 sein. Na gut, schade. Könnte Voodoo lernen, aber... Na, das spare ich mir lieber. Weil da könnte ich... Na, lass ich mal. Ah, das kriegt er ja mit, ne, wenn ich da rangehe. Ich speichere mal vorsichtshalber. Okay. Muss ich erstmal gucken, wie geht denn das? Ah. Jims Schatzkarte, cool. So, was war jetzt mit Jims Schatzkarte eigentlich?
Steht das hier irgendwo? Jims Schatzkarte. Der Schatz von Jim. Auf meiner Karte kann nicht aus. Ach, okay, gucken wir mal. So, jetzt ist es auf der Karte markiert. Oha, dann muss ich also da wieder hin. Ja, könnte man ja auch mal machen. Demnächst mal. So, cool. Wir können auch Schlösser knacken. Aber wir machen jetzt mal hier ein bisschen im eingeborenen Dorf mal weiter. Gehen wir noch mal zur Charny. Was gibt's da denn Neues zu hören? Genau, wir... Oder? Wir sind jetzt... Nee, warte mal. Besserer Dieb sind wir auch noch nicht. Warte mal. Ja, wir können jetzt Schlösser knacken. Na gut, ich gebe dir schon mal mein Wort. Ich habe mich entschieden. Ich gebe dir mein Wort. Wir kämpfen gemeinsam gegen Crow. Dann will ich dir vertrauen. Und alles mit einem Wort. Viel einfacher als ein Blutschwur. Kommen wir mal zurück zu deinem Plan. Mein Plan ist Voodoo. Machtvolles Voodoo wird uns helfen, Crow aufzuhalten. Klingt gut. Bringst du es mir bei? Hör mir zu. Die Macht des Voodoo ist ein Geschenk der Ahnen. Doch nur der Chaka und die Kiki werden in die Geheimnisse des Voodoo eingeweiht. So will es das Gesetz der Shaganumbi. Gesetze kann man brechen. Du gabst mir dein Wort und ich vertraue dir. Doch ohne die Weisheit, den Rat und den Segen der Ahnen werde ich nicht das Gesetz der Shaganumbi brechen. Wie kriegen wir den Segen der Ahnen? Du wirst den Ahnen Yisakil rufen. Was muss ich tun, damit der Ahne erscheint? Tanzen? Du brauchst sein Idol. Ich schickte Tahana, es zu verstecken, damit es nicht den Piraten in die Hände fällt. Was genau machen wir mit dem Idol? Wir bringen es in den Tempel der Ahnen. Wohin auch sonst? Die Ahnen selbst waren es, die ihn errichtet haben. Dort wird Yisakil erscheinen. Ich habe das Idol der Ahnen. Gut. Damit werden wir den Ahnen rufen. Die Wache wird mich nicht reinlassen. Samir ist der Wächter der Ahnen. Seine Stärke erlangt er durch sie. Besiegst du ihn, Hike Umbara, darfst du hinein und wir werden den Zorn der Götter abwenden. Was muss ich über den Kerl wissen? Er wird dich prüfen und die Ahnen werden dein Wort hören. Sprichst du wahr, sind sie dir gewogen und du kannst ihn besiegen. Und wenn sie mir nicht gewogen sind? Wir sehen uns im Tempel. Ha. Hey, Charny! Hey! Was passiert, wenn... Ach, was soll's. Soll ich da jetzt hinterher? Jetzt schon? Das ist ja auch noch offen. Na gut, ich gehe da jetzt mal hin. Machen wir jetzt einfach mal, ja? Mal sehen. Wird schon nicht so schlimm sein. Wir werden das schon schaffen. Naja, die sieht echt hübsch aus, ne? Die kleine Charny. Wackelt mit ihren Popöchen. Na? Capo! Hör zu, ich werde hineingehen und du wirst mich nicht aufhalten. Sheko Kucho, es gibt für dich keinen Grund, hier zu sein. Was willst du? Ich rufe einen der Ahnen. Und wie willst du das anstellen, Kucho? Ich dachte mir, ich benutze das Idol. Ich erkenne keine Lüge in deinen Worten. Der einzige Weg für dich führt an mir vorbei. Dann geh doch aus dem Weg. Dann geh aus dem Weg. Das werde ich. Wenn du mich besiegst, zuvor will ich wissen, ob du würdig bist. Höre, die Ahnen geben mir die Macht, die Wahrheit zu erkennen und
und die Stärke, jeden, der nicht wahrspricht, zu besiegen. Sag mir, welchen der Ahnen willst du rufen? Das war der hier, Jizakiel, ne? Jizakiel. Sag mir, wer bist du? Oh Mann. Das ist die Wahrheit, ne? Ich bin ein Spion der Inquisition. Ich bin ein verfluchter Pirat. Ich bin der Gezeichnete. Ich bin ein Pirat. Ich bin ein verfluchter Piraten. Ja, ich habe ja schließlich den Schwur gemacht, eigentlich. Ich bin ein verfluchter Pirat. Sag mir, wer ist dein Chaka? Captain Stahlbart. Deine Worte sind wahr. Doch nur wenn du mich besiegst, bist du würdig, den Tempel der Ahnen zu betreten. Nun, verteidige dich. Ah, das war ja die Wahrheit, siehst du? Ah, fuck, falsche Richtung. Ach, Mist. Fast geschafft. Sheko, du hast hier nichts zu suchen. Geh. Jetzt. Ich bin würdig. Verärgert? Warum? Oh no. Ja, es war ein bisschen hinterhältig, gib's ja zu. Aber ich bin würdig. Naja, muss auch mal verlieren können, ne? So, spreche ich erstmal mit Chani. Ich habe Samir besiegt. Du bist nun würdig, hier zu sein. Ein gutes Zeichen. Es wird Zeit, sich den Ahnen anzuvertrauen. Gut, dann werde ich mal mit den Ahnen sprechen. Gut, dann werde ich mal mit dem Ahnen sprechen. Nimm das Idol und setze es ein. Sei vorsichtig. Niemand weiß, wie die Ahnen reagieren, wenn man sie ruft. Naja, man weiß es nie, ne? Mit den Ahnen ist das immer so eine Sache. Vorher trinke ich doch nochmal was. Und speichere nochmal. Aha, da ist er ja. Ich bin zurück. Wer wagt es, den gerechten Frieden der Ahnen zu stören? Ich bin... Du hast mich gerufen. Du bist kein Chaka, du bist kein Chaganumbi. Nein, das stimmt wohl, aber ich bin mit der Chani hier. Ich bin mit Chani hier. Sonst hättest du es auch niemals geschafft, mich zu rufen. Die Weisheit der Ahnen ist unermesslich. Da du mich gerufen hast, darfst du daran teilhaben. Also, was willst du von mir? Ich... Moment. Ich gewähre dir 3 Antworten, nicht mehr und nicht weniger. Aber sei gewarnt. Meine Antworten sind vielleicht nicht das, was du erwartest. Okay, da bin ich immer, muss mir überlegen. Also, ich will Voodoo lernen und brauche deinen Segen. Nee, du weißt doch bestimmt, wo Schätze vergraben sind. Kannst du meinen Fluch brechen? Kannst du meinen Fluch brechen? Du hast einen Schwur geleistet. Einen Blutschwur. Nein, da kann ich nichts machen. Damit musst du allein fertig werden. Gib mir wenigstens einen Tipp. Halte dich von mir fern. Na super. Du weißt doch bestimmt, wo Schätze vergraben sind. Das ist es, was du willst. Gold. Ihr Menschen. Lasst euch von der Gier leiden. Doch sei gewarnt. Noch bevor du stirbst, wirst du sehen, wie es den Gierigen ergeht. Ich werde sterben? Du kennst die Zukunft? Ich will Voodoo lernen und brauche deinen Segen. Warum sollte ich dich segnen? Ich muss Crow aufhalten. Damals wie heute. Es hat sich nichts geändert.
Ein Sterblicher will einen anderen töten. Das reicht jetzt. Du durftest mit mir sprechen. Jetzt ist es vorbei. Warte, ich bin noch nicht fertig. Nein, du hattest eine Chance. Ich muss nun zurück. Hey, hör mich an! Die Titanenlords sind dabei, die ganze Menschheit zu vernichten. Mara führt da draußen einen Krieg und du spielst deine Spielchen mit mir. Was hast du gesagt? Ich sagte, du spielst nur mit mir. Nein, nicht das. Sagtest du gerade Mara? Ja, sie befiehlt die Kreaturen des Meeres. Mara. Damals hat sie uns in die Dunkelheit getrieben. Viel zu lang waren wir ihre Sklaven. Immer noch leiden die Chaka. Höre. Du wirst dich hier stellen, ja? Dann geh. Geh mit Chani. Kämpfe gegen Mara und alle, die ihr folgen. Dann gibst du mir deinen Segen? Chi. Und jetzt geh und lerne Voodoo. Sehr schön. Kann ich noch mit ihm reden? Hallo. Yisakil gab dir seinen Segen. Ja, also, was ist dein Plan? Mein Vater Bakir handelt aus Angst. Sie umklammert seinen Geist. Worte bringen ihn nicht zurück auf den Weg der Shaganumbi. Ein paar Schläge auf den Hinterkopf könnten helfen. Das ist der Weg der Piraten. Unser Weg ist Voodoo. Dann bring es mir bei. Ich bin bereit. Eins der Geheimnisse ist Kontrolle. Kontrolle über den Geist. Klingt unangenehm. Wenn mein Vater nicht allein das Richtige tut, werde ich es für ihn tun. Seinen Geist kontrollieren. Ihn übernehmen und durch ihn sprechen. Das ist die Macht der Voodoo-Kontrolle.